Es ist an der Zeit, den Fluch zu brechen. Die Prozedur ist aber mehr als gefährlich. Werden wir es schaffen? Und wer wird es sein, den wir befreien? Und damit willkommen zurück bei Witcher 3. Wir haben noch eine Quest vor uns, die wir erledigen müssen, um den Fluch von Oma brechen zu können, glaube ich. Und diese führt uns jetzt erst einmal zu unserer liebsten Freundin, Yen. Wir haben in der letzten Folge schon zwei andere Aufgaben erledigt, einmal mit Eskel und einmal mit Lambert. Und beide hoffentlich zur Zufriedenheit unserer guten Dame erfüllt. Jetzt müssen wir nur noch einmal mit ihr sprechen. Und dafür auch den richtigen Weg finden. Der da wäre hier. Sehr, sehr weit. Hallo? Okay. Okay. Ich hoffe, sie meint nicht uns. Hi. Na, Probleme? Verdammter Kristall. Willst du uns in die Luft jagen? Geralt, tut mir leid, aber ich bin nicht zu Scherzen aufgelegt. Was ist los mit dir? Lass mich nachdenken. Das war der dritte Kristall, der explodiert ist. Lambert tut seit einer Woche nicht, worum ich ihn gebeten habe. Wesemir besteht boshaft darauf, die Wand direkt unter meinem Fenster zu reparieren und hämmert beim ersten Morgengrauen drauf los. Und Eskel sucht statt Gabelschwänzen wohl eher Pilze. Die Jungs, nun, sie waren nicht gerade glücklich mit dir. Warum nicht? Weil du nicht sagen willst, was du planst. Du behandelst sie wie Lakaien und beziehst sie nicht mit ein. Uns, genauer gesagt, denn mir geht es auch so. Ich werde alles erklären. Zur rechten Zeit. Zuerst müssen wir die Vorbereitungen abschließen. Ich meine, es wäre schon schön, wenn sie uns so weit vertrauen würde, dass sie uns einweihen würde. Ich habe von dem Bett gehört. Schläfst du wirklich lieber auf dem Boden? Nicht empfehlenswert. Der Stein kann furchtbar kalt werden. Etwas Kälte ist mir lieber als ein Bett voll roter Haare. Bist du wegen Triss so sauer, dass du dich an den Möbeln austoben musst? Hättest du lieber, dass ich mich anderweitig austobe? Geralt, ich wirke ungern wie eine rachsüchtige Giftnudel. Aber in diesem Bett hast du zufällig eine gute Freundin von mir gefickt. Ja, ich weiß, du hattest das Gedächtnis verloren. Wie auch immer. Sagen wir einfach, dass ich aufhöre, dir Vorwürfe zu machen und du dafür das beknackte Bett nicht mehr erwähnst. Einverstanden? Einverstanden. Wunderbar. Beschäftigen wir uns mit Wichtigerem. Muss schon scheiße sein, ey. Der Mann verliert das Gedächtnis und verliebt sich dann ohne Gedächtnis in die beste Freundin oder eine gute Freundin von der eigentlichen Freundin. Ah! Und dann kriegt er sein Gedächtnis wieder. Unangenehm. Also echt unangenehm. Heilige Scheiße. Hast du ein Vertrauensproblem mit uns? Ach, nein. Wobei... Ich fürchte, dass ihr mir nicht vertraut. Daher würde ich bestimmte Dinge lieber geheim halten. Fürs Erste. Ziemlich verdrehte Logik. Das mag jetzt so scheinen, aber du wirst mich noch verstehen. Sicher bin ich mir da nicht, aber naja. Was für eine andere Wahl haben wir? Schön. Was soll ich tun? Hilf zuerst Eskel und Lambert. Einer sollte mir Rückenmarksflüssigkeit von Gabelschwänzen besorgen. Der andere das Phylakterium mit Elementarenergie verstärken. Ich warte noch auf beide. Und wir haben beides. Tatsächlich? Welch Einsatz. Dann bleibt nur noch eine Kleinigkeit. Wie du gesehen hast, benimmt sich mein Megaskop recht spektakulär. Ich bin sicher, dass es in der Nähe eine Energiequelle gibt, die Störungen produziert und verhindert, dass die Kristalle funktionieren. Wir müssen sie finden und neutralisieren. Und das schnell. Ich muss mit jemandem reden. Es ist wichtig. Mit wem willst du Kontakt aufnehmen? Oder ist das auch geheim? Das ist keineswegs geheim. Mit Ida Emian. Erinnerst du dich? Wie könnte ich sie vergessen? Logenmitglied. Elfische Wissende. Genau, eine Wissende. Wie der Name sagt, dürfte sie vieles wissen. Ich will sie wegen Uma um Rat fragen. Zufrieden? Deine zauberhaften Freundinnen, Wissende oder nicht, haben mich schon einmal verraten. Aber was sein muss, muss sein. Wärst du doch nur bei allen so vorsichtig gewesen. Sei's drum. Danke für deine Erlaubnis. Gern geschehen.
Na gut. Wie finde ich die Quelle? Benutzt diesen Protestakquisitor. Protestakquisitor? Klingt ausgefallen und kompliziert. Und ist doch so einfach. Schön festhalten und bewegen. Je lauter er piepst, desto näher bist du dran. Mhm. Erspar mir bitte deinen halbstarken Humor. Und, worauf wartest du? Na gut, dann werden wir das doch mal machen. Eins noch. Hm. Danke, Geralt. So, okay. Störungen finden mit Protestakquisitor, so rum. Was für ein Name, meine Güte. Haben wir den eigentlich schon ausgerüstet? Wunderbar. Da ist er. Mann, Mann, Mann. Ob wir da alles finden? Ich weiß ja nicht. Ich hoffe. Ich weiß noch, damit hatte ich, glaube ich, immer meine liebe Mühe. Deswegen bete ich sehr, dass es diesmal easy peasy funktioniert. Hier ist nichts. Okay, hier ist nichts. Das ist super. Oh, ich habe ein Signal. Aha. Wo? Lambert ist es. Nee, warte, hier sind wir schon raus aus dem Gebiet. Hier auf dem Tisch? Vielleicht? Maybe? Das Signal wird stärker. Aha. Hier? Kann nicht mehr weit sein. Hat Yennefer also doch einen Freiwilligen gefunden, der mit dem Zwitscherstock rumläuft? Psst. Hexer zu Pferde haben sich nicht ausgezahlt. Okay, das Signal rastet gerade aus. Ah, da bist du ja. Ach echt? So einfach? Okay. Die Störung kommt von dort. Was ist in diesen Kisten? Die Meritiumbomben. Hat Lambert gemacht. Kein Wunder, dass das Megaskop nicht funktioniert. Also, die müssen hier raus. Das kann ich machen. Nicht, dass du meine Regale durcheinander bringst. Aber pass auf Uma auf. Ja, Onkel Wesemir. Dieser spöttische Unterton. Wie sieht's denn aus? Wesemir nimmt dich doch nicht zu hart an. Uma. Dachte ich mir. Hm. Aber so schnell kann's gehen, scheinbar. Fertig. Du kannst gehen. Sehen Wunderbar. Wir uns jetzt die konditionierten Reflexe an. Armer Kleiner. Aber Hier gut. Ist nichts. Ach so, wir können das Ding wieder wegstecken. Zum Glück, wir können zurück zu Yennefer und sagen, dass wir fertig haben. Das ging dieses Mal dann doch besser als normalerweise, Gott sei Dank. Ich bin sehr froh. Und dann können wir mal gucken, was die gute Ida so zu sagen hat. Vorausgesetzt, wir dürfen dabei bleiben und werden nicht weggeschickt. Ich hoffe, wir werden nicht wieder von der Explosion begrüßt. Nein, sehr schön. Danke, jetzt scheint es zu klappen. Was war es? Die Meritiumbomben hat Lambert bei den Betten gelassen. Hm, er hatte wohl keine Ahnung, dass sie mein Megaskop stören könnten. Doch, er wird es wohl gewusst haben. Aber was sich neckt, das liebt sich. Du meinst, dass er... Lambert? Wirklich? Sehr schmeichelhaft. Genug. Bereit für das Gespräch? Darf ich denn hier sein? Logenmitglieder weihen ja nicht jeden in ihre Geheimnisse ein, habe ich gehört. Nimm es als Zeichen meines Vertrauens. Fangen wir an. Und Geralt, bitte benimm dich. Das tun wir immer. Hast du nicht gerade gesagt, dass du mir vertraust? Hör auf, meine Worte zu verdrehen. Catmill, Yennefer, Wengerberg, Greenblade. Catmill in Severn. Warum hast du mich gerufen? Wir müssen einen Fluch brechen. Er wurde in einem mir unbekannten Dialekt der älteren Rede ausgesprochen. Ich verstehe.
Und die Worte des Fluchs? Vafail Elaine, Ketmil Folie, Gledif Dorn Eptenate, Bundro Itne Iacus. Erkennst du den Dialekt? Late in Undot. Das heißt? Die sogenannte eine Rede. Eine vergessene Sprache aus der Zeit vor der Migration. Der Migration? Später, Geralt. Anscheinend hast du diese Worte schon mal gehört. Ja, in Legenden. Solchen, die nicht gut ausgehen. Kannst du uns mit dem Fluch helfen? Einigermaßen. Agnes de Glanvilles Beschwörung zusammen mit Elders Triangel, umgedreht natürlich, sind die einzige Rettung. Aber ich kann nicht garantieren, dass sie ausreichen. Danke, Ense Verne, Vafail. Unser Gespräch ist noch nicht beendet. Worum geht es? Es nahen die Zeiten der weißen Kälte und des weißen Lichts. Und die Welt wird in Frost ersterben. Ich kenne Idlinis Prophezeiung. Das bezweifle ich nicht, aber verstehst du sie auch? Das ältere Blut kann die Zeit des Endes initiieren oder sie aufhalten. Denk daran, Windblade, denn du wirst bestimmen, ob aus dem Funken ein Feuer wird. Hast du eine Ahnung, wovon sie gesprochen hat? Von Ciri natürlich. Ich wünschte, es würden sie verflucht nochmal alle in Ruhe lassen. Daraus wird wohl nichts. Worum ging es bei der Migration? Gute Götter, habt ihr hier keine Geschichte gelernt? Nein. Wesemir fand für unseren Pfad den Schwertkampf sinnvoller. Antwortest du mir? Natürlich. Zum Lernen ist man nie zu alt. Die Enseide und Enelle-Elfen waren einst ein Volk, die Enundot. Dann gab es einen Kataklysmus, dessen Natur unbekannt ist. Die Enundot mussten ihre Welt verlassen. Unterwegs spalteten sie sich. Wenn Umas Fluch also in diesem Late Enundot geäußert wurde... Dann ist er alt. Sehr, sehr alt. Hm. Das klingt ja alles sehr, sehr seltsam. Alles in allem ein interessantes Gespräch. Und jetzt? Es ist alles bereit. Wir sollten die anderen holen und anfangen. Wir brechen den Fluch. Hoffentlich. Oh Gott. 4 Fertigkeitenpunkte. Alle herhören. Alles ist bereit. Wir können anfangen. Lambert, bereite die Apparaturen vor. Eske, geh. Das reicht, meine Liebe. Ich gebe hier die Anweisungen, nicht du. Wir hatten eine Vereinbarung. Wir heilen Uma auf meine Weise. Ich sagte, wir helfen dir. Das war's. Du hast es noch nicht für nötig gehalten, uns zu informieren, was du mit ihm machen willst. Das ist nicht sicher, oder? Dachte ich's mir. Deshalb sollten wir erst eine andere, weniger gefährliche Methode versuchen. Welche andere Methode? Stammt aus einem traditionellen Brauch. Hab sie oft benutzt. Etwa im Jahr 1211, um den Fluch des Schwans von Povis zu brechen. Ich bringe Uma in die Berge. Und dann heult ihr zusammen den Mond an? Etwas mehr Respekt. Du redest nicht mit Geralt. Nein, das machen wir nicht. Ich lege ihn auf einen Grabstein. Um Mitternacht gebe ich ihm einen Tee mit Schierling, der... Das muss ich dir nicht erklären. Meiner Meinung nach... Ich kenne deine Meinung, aber ich bitte dich nicht um Erlaubnis. Ich sage dir, was passieren wird. Im Morgengrauen bin ich zurück, mit Uma. Oder was auch immer in ihm drin ist. Mal sehen, ob das funktioniert. Nun, wir haben den Abend frei. Was machen wir jetzt? Wesemir sagte, dass ein paar Dachbalken ausgetauscht werden müssen. Wir könnten uns darum kümmern. Oder einen zusammen trinken. Klingt viel besser als die Dachbalken. Hätte nichts gegen einen kurzen. Oder zwei. Ich kann nichts machen. Wurde überstimmt. Auf geht's.
Oh je, was ihr wollt. Saufparty. Aber wartet noch kurz. Geralt und ich müssen reden. Oho, das klingt ernst. Komm, Lambert. Bis gleich, Geralt. Irgendwas nicht in Ordnung? Nichts. Ich wollte dich für mich alleine. Ohne, dass die anderen merken, was wir machen. Mhm. Und was machen wir? Uns nach oben schleichen und uns lieben. Oh, du nimmst kein Blatt vor den Mund. Ich bin zu alt, um die schüchterne Braut zu spielen. Es sei denn, du fragst artig. Gehen wir? Du kannst später zu den anderen. In einer Stunde oder zwei. Wie könnten wir da Nein sagen? Ich meine, hallo? Oder drei. Ich werde dich daran erinnern. Es ist ein sehr schönes Geweih gewesen. Schöne Schwerter auch. Und das Buch. Das ist ein Traum. Und das ist irgendwie nicht so der Traum. Das grenzt an den Albtraum. Dass da Wölfe angerannt kommen. Warum genau wird das gezeigt? Ich verstehe es ehrlicherweise nicht ganz. Soll das ihr Liebesspiel darstellen? In gewisser Weise? Und wenn ja, wer von beiden ist das Reh? Sieh einer an. Turteltauben im Anflug. Habt ihr euch amüsiert? Du hast die Antwort doch gehört, Lambert. Außerdem geht's uns nichts an. Jen, wir haben leider keine Gläser. Ich hoffe, Krüge passen dir auch. Heute trinke ich sogar aus einem Stiefel. Igitt, aus dem Stiefel? Um zu blasen, könnten wir uns gegenseitig auf den neuesten Stand bringen. Hab einiges erlebt in letzter Zeit. Könige, Drachen, Verschwörungen und dann habe ich Jem gefunden. Wirklich sehr schön. Aber warum erzählst du uns nicht von Uma? Lange Geschichte. Ich war Ciri auf der Spur. Bin nach Velen, Skellige, Novigrad, um mal wieder Rittersporn zu retten. Hat er etwa schon wieder die Falsche gevögelt? Ach, apropos alte Freunde. Novigrad und Vögeln. Wie geht's Triss? Er ist schon ein Arsch manchmal, ne? Du kannst mich mal, Lambert. Hey, da hab ich wohl einen wunden Punkt getroffen. Lambert, nicht witzig. Gut. Sind wir jetzt auf einmal ernst? Na dann. Jen, was hast du mit Uma vor? Ich sagte doch, wir sprechen morgen darüber. Dann raus mit der Sprache. Mitternacht ist rum. Ich werde ihn der Kräuterprobe unterziehen. Aber du wirst ihn was? Tut mir leid. Willst du einen Hexer aus ihm machen? Natürlich nicht. Es geht mir auch nur um die erste Hälfte der Probe, weil... Weil du ihn leiden sehen willst? Unterbrich mich nicht, sonst werde ich dich leiden sehen. Das würde ich auch gern sehen. Um Uma seine alte Gestalt wiederzugeben, müssen wir erst... Wie erkläre ich's? Es ist wie mit Ton. Um ihn zu formen, muss er feucht sein, sonst zerbröckelt er. Darum geht's im ersten Teil der Probe. Er bereitet den Körper auf eine Veränderung vor. Nur so können die Mutagene einen Hexer hervorbringen. Wie stehen die Chancen, dass Uma überlebt? Nicht gut, aber
Wir haben keine Wahl. Es sei denn, Wesemir macht seinen Trick mit dem Schierling. Du wirst dich wundern. Der Alte weiß, was er tut. Hoffen wir es. Das wäre die erste Probe seit Jahren. Jahrzehnten. Ich wusste, dass ihr skeptisch sein würdet. Skeptisch? Darum geht es nicht. Dieses geheime Wissen ist vergessen. Und so sollte es auch bleiben. Ich bin die Letzte, die euch vorschlagen will, Horden von Hexern zu züchten. Das brauchst du auch nicht. Bis jetzt hatten wir eine gute Ausrede, warum wir keine Lehrlinge aufnehmen. Das sollten wir überdenken. Später vielleicht. Wer will noch eine Runde? Oh, ich. Aber wir haben nichts mehr zu beißen. Geralt, wie wär's mit einem Überfall auf die Küche? Gute Idee. Edle Herren, es war mir eine Freude, mit euch zu trinken. Besonders mit Lambert. Aber es ist schon spät. Bleibt nicht zu lang auf. Morgen ist ein wichtiger Tag. Und da war sie einfach weg. Und Geralt scheinbar auch. Wollte nicht hören, oder? Oder auch nicht. Wollen sie nie. Wovon redet ihr? Vor einer Weile hatte Eskil einen Samuvila-Auftrag. Tolle Geschichte. Gleich erzähle ich weiter. Erst aber etwas Nachschub. Oh, die Leber lässt grüßen. Was ist das? Nennt sich die Quälerei. Zu gleichen Teilen Schnaps und weiße Möwe. Was guckst du so? Jen ist im Bett. Jetzt wird richtig zugelangt. Sehr gut. Noch ein. Zum Wohl. Igitt. Aber na gut, komm. Sollen sich's die Jungs gut gehen lassen, bevor am nächsten Tag der Ernst des Lebens weitergeht. Und okay, das sind viele Flaschen. Sehr viele Flaschen. Erzähl mal, wie war das mit dieser Samovila? Hat einen Bauern geschnappt. Aber statt glücklich zu sein, dass er entkommen konnte, hat sich der Idiot Hals über Kopf in sie verliebt. Wollte, dass ich sie einfange, hab abgelehnt. Also hat er es allein versucht. Mit einem Fischernetz. Ich wette, die zwei tanzen jetzt auf einem fahlen Feld eine Masurka. Tolle Geschichte. Und eine Moral hat sie auch. Ach ja? Und die lautet? Halt dich von gefährlichen Frauen fern. Kannst du endlich Jen aus dem Spiel lassen? Ja, sobald ich ihr vertraue. Du, was nie passieren wird. Aber sie spielt mit dir wie mit einer Fiedel die ganze Zeit. Hör zu, ihr gottverdammten Beziehungsexperten. Keiner von euch war je mit einer Zauberin zusammen. Aus gutem Grund. Gut, lassen wir unseren Hübschen, bevor er sauer wird. Er hat schon diesen beleidigten Blick, nicht auszuhalten. Trink, Geralt. Auf dich und Jen. Und wenn sie nicht gestorben sind... Darauf würde ich aber auch eintrinken. Und Lambert danach den Kelch irgendwie am Kopf zerdeppern. Ist ja kälter als im Arsch eines Eisriesen hier. Meine Herren, ich komme wieder. Aber erst muss ich für kleine Drachen. Für kleine Drachen ist ja süß. Verstehst du dich gut mit Lambert? Irgendwie habe ich gelernt, nicht über bestimmte Dinge mit ihm zu sprechen. Dürfte eine lange Liste sein. So ist es. Hallo, ihr Knirpse. Feiert euren eigenen kleinen Karneval, was? Alkohol, meine Besten, ist des Hexers ärgster Feind. Wo hast du denn dieses Hütchen her? Aus Wesemirs Koffer. Der letzte Schrei des Jahres 1112. Sicher hat es der Alte getragen, als er Mädels aufreißen ging. Oder, wie man es damals sagte, den Weibern den Hof machte. Jungs, ein Hexer zu sein, ist mehr als nur Karten und Schnaps. Es ist harte Arbeit. Nicht für uns ist das Zwitschern von Kindern. Nicht für uns. Ist gut. Ein Wesemir reicht uns. Zieh das aus, bevor's kaputt geht. Und schenk ein. Oh, das mache ich, Eskil. Ich schenk ein. Bis zum Rand. Denn ohne Wodka bist du steif wie ein Buchhalter in der Gipskorsage. Da wird er ja schon fast richtig redegewandt. Wie wär's mit einer Runde Karten? Warum nicht? Aber um Geld, oder? Klar.
Und wenn wir verlieren, verlieren wir auch nicht so viel. Oder willst du lieber Strip-Win spielen? Oh Gott, bitte Vielleicht nicht. Verstehe ich ja dann endlich, was die Frauen an dir finden. Vergleicht eure Pillermänner später. Die Geldbeutel auf den Tisch. Was hat er denn? Nicht wichtig. Fangen wir an. Wüsste ich das aber auch gerne, was er hat. Gut. Was haben wir, ist die viel bessere Frage. Irgendwie nicht besonders viel. Gut, machen wir weiter. Also fangen wir an. Also spielen wir gewinnt. So rum. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Und was ist das hier für ein Rotz eigentlich? Oh Mann. Das Spiel steht unter einem sehr schlechten Stern. Einem sehr, sehr schlechten. Der Sack setzt Nebel ein. Ich glaub's ja nicht. Das ist schon eine Frechheit. Eine kleine. So, ich bin mutig. Ich hoffe, er hat keinen Verbrennen. Falls doch, wäre das kacke. Ach, jetzt macht er auch noch das? Jetzt sag mal. Okay, pass auf. Jetzt spiele ich mein gutes Wetter. Ich habe mich über das gute Wetter geärgert. Diesen Ärger nehme ich zurück. Hiermit offiziell. Und Punkt. Ganz genau, Kollege. Ich passe nämlich jetzt außerdem meine Runde. Und dann schauen wir mal, was passiert. Ich hoffe ja, er spielt sich einfach jetzt ja tot mit seinen Karten. Naja, fast. Ist schon okay. Ist schon absolut okay. Wir müssen jetzt zwei Runden gewinnen, aber das ist, glaube ich, absolut gar kein Problem. Also wirklich absolut gar kein Problem. So, was ist seine letzte Karte? Zeigen Sie her. Oh, süß. Niedliche letzte Karte. Guck mal. Dann würde ich sagen, passen wir einmal diese Runde und haben sie gewonnen und danach die andere und haben dann die andere gewonnen. Ihr versteht schon, was ich meine. Siehste. So. Und gewonnen. Gutes Spiel, Geralt. Vor allem der Zug mit... Eskel, du brauchst ihn nicht zu loben. Schenk ein. So. Und wir nehmen jetzt nichts Lustiges mehr, denn ich will, dass es weitergeht. Also gut, Jungs. Zeit fürs Bett. Du sprichst nur für dich. Die Nacht ist noch jung, wie ich finde. Aber wir nicht. Und morgen ist ein großer Tag. Na gut. Allein zu trinken macht keinen Spaß. War jedenfalls letztes Mal so. Siehst du, nicht mal du kannst dich aushalten. Gute Nacht. Und dann schauen wir mal, was aus Uma geworden ist. Warum schläft Geralt auf dem Boden? Hat das besoffen nicht mehr ins Bett, sondern nur unters Bett geschafft? Verdammt. Was für ein Traum. Und die anderen sind schon voll dabei. Schön. Immerhin haben sie ihn schlafen lassen. Und Uma ist immer noch Uma. Der arme kleine Kerl. Schon munter. Ihr hattet wohl einen produktiven Abend. Ja, wir haben über Uma geredet. Bis spät in die Nacht. Dann nehme ich an, hattet ihr noch nicht die Gelegenheit, euch die Balken im Turm anzusehen? Nein. Aber wir schaffen das noch, versprochen. Nicht wahr, Lambert? Du kannst den Jungs später auf die Finger klopfen. Gehen wir an die Arbeit. Wesemir, etwas rausgefunden?
Während ihr Gabelschwänze gejagt und mit dem Megaskop rumgespielt habt, hab ich Uma untersucht. Mir ist etwas aufgefallen. In Momenten, wie sagt man, begrenzter Bewusstheit, verhält er sich anders. Wenn er einschläft, wacht er plötzlich für einen Moment auf. Dann bewegt er sich anders, hat einen anderen Blick, aber nur für einen kurzen Moment. Also habe ich ihn in Trance versetzt, hypnotisiert, zuerst ohne Wirkung. Aber als er richtig weg war, habe ich was gehört. Ein Seufzen oder Stöhnen. Jedenfalls nicht Umas Stimme. Schön und gut. Aber wie soll uns das helfen? Sei still. Danke, Wesemir. Und es tut mir leid, was ich gesagt habe. Haben die Jungs dir erzählt, was wir vorhaben? Ja. Und es gefällt mir nicht. Aber ich muss dir wohl vertrauen. Gut. Und was jetzt? Wir können anfangen. Wir brauchen nur die Tränke zu brauen. Warum haben wir das nicht früher gemacht? Weil die vorbereitenden Elixiere für die Probe sehr reaktionsfreudig sind. Sie müssen sofort nach der Herstellung verabreicht werden. Zufrieden. Geralt, mach die Tränke. Hier sind die Rezepte. Eskel, nimm eine Flasche Alkohol. Oh nein. Nach letzter Nacht hab ich... Und desinfiziere die Werkzeuge. Na? Hopp, hopp. Okay. Sammle die erforderlichen Zutaten und mache die Tränke. Dann sammeln wir mal die erforderlichen Zutaten und stelle den Kräuterabsud her. Da, Chemie. Oh, Gabelschwanzabsud können wir auch. Schön. Quests, Kräuterabsude. Da haben wir sie. Und schnell zurück. Elixiere fertig. Werkzeuge auch. Gut. Wesemir? Bärenklauextrakt gegen die Schmerzen. Ich weiß, hab ich schon mal gemacht. Eskel, mach die Einschnitte an den Venen und setze die Röhrchen ein. Geralt, setze die Ampullen in die Spender ein. Oh, der arme Kleine. Fertig. Öffne die Regler. Die Reihenfolge ist egal. Dann gehen wir von oben nach unten. Oh, der Arme. Er tut mir so leid. Hat die Bärenklau gewirkt? Wenn nicht, hätte er einen Schock bekommen, der ihn getötet hätte. Dann läuft alles nach Plan. Nein, aber es liegt alles im Rahmen. Jetzt das nächste Elixier. Ich hatte gehofft, sowas nie wieder mit ansehen zu müssen. Warum hast du dann die Folterbank behalten? Berechtigte Frage. Das nächste Elixier. Und jetzt? Jetzt warten wir, dass die Elixiere ihre Wirkung entfalten. Könnte einen Tag dauern. Vielleicht länger. Ihr braucht nur zu warten, ja. Ich muss den Stabilisierungszauber aufrechterhalten. Umas Körper ist lange nicht so robust wie der eines jungen Hexeranwärters. Ohne den Zauber würde er... Eskel, es tut mir leid. Würdest dir was ausmachen? Lappen zu holen. Schon unterwegs. Kann nicht glauben, was wir hier machen. Kotze aufwischen? Nein. Die Probe, wenn Ciri da drin steckt, könnte sie verkrüppelt werden. Wirr im Kopf oder gefühllos.
Schon mal überlegt? Wahrscheinlich die ganze Zeit. Ich vertraue Yen. Sie weiß, was sie tut. Das bezweifle ich nicht. Aber wissen wir auch, was sie tut? Hat sie dir die Erfolgsaussichten gesagt? Meine Herren, sauberer wird der Boden nicht mehr. Und ich müsste bitte auch noch abgewischt werden. Nichts gegen dich, aber mir wäre lieber, dass es Geralt macht. Verstanden. Wäre mir auch lieber. Das kann ich voll und ganz nachvollziehen. Ist das normal? Ja, Umas Körper löst sich von innen auf. Wenn das geschehen ist, müssen wir ihn neu formen, sonst stirbt er. Ihr Hexer habt Mutagene. Wir müssen Zauber nutzen. Hey, Yen, du döst ein. Nein, ich ruhe nur meine Augen aus. Ja, das nennt man Schlafen. Dann unternimm was, um mich wach zu halten. Kneifen soll ziemlich effektiv sein. Später vielleicht. Rede lieber mit mir. Erzähl mir eine Geschichte. Kennst du die Geschichte, als ich mit Ciri beim Eislaufen war? Nein, nicht, dass ich mich erinnere. In dem Winter, als sie hier trainiert hat. Nach einigen Monaten beschwerte sie sich, dass ich ein strenger Lehrer sei. Hab das erst nicht ernst genommen. Dann bat sie mich, mit ihr Eislaufen zu gehen. Ich wollte nicht, denn ich war noch nie Eislaufen. Aber sie ließ nicht locker. Sobald wir auf dem Eis waren, fuhr sie im Kreis um mich herum und rief, nicht so, Fußarbeit. Erst der eine, dann der andere. Kreuzen, nein, falsch. Bremst mit der Ferse, nicht mit den Zehen. Ich brauche nicht zu erwähnen, dass ich von da an... Er ist wach. Die Zeit ist gekommen, um den Fluch zu brechen. Bereite das Phylakterium vor. Oh je, oh je. Ob das alles so gut geht, ich weiß ja nicht. Ob das hilft, weiß ich nicht. In meiner Tasche. Ruhe! Hör zu. Magie gefangen. Und Uma hat sich offensichtlich verändert. Und es ist ein Elf. Avalach. Du kennst ihn? Ja, ein Elf. Ein Elf. Ein Wissender. Wo ist Ciri? Versteckt. Die Nebelinsel. Aber sie ist nicht sicher. Die wilde Jagd. Die wilde Jagd. Was will sie von Ciri? Ihr Blut. Das ältere Blut. Um das Tor zu öffnen. Das dürfen wir nicht zulassen. Die Nebelinsel. Wo liegt sie? Überall. Und nirgends. Hör zu, Wissender. Wir haben den Fluch nicht gebrochen, um Rätselraten mit dir zu spielen.
Brevein. Arvein. Siraen. Skellige, folge ihm in den Nebel. Beeile dich schnell. Ich wollte sie beschützen, aber der Fluch, die wilde Jagd, hat die Insel nicht gefunden. Bisher nur eine Frage der Zeit. Doch wenn sie sie verlässt, werden sie sie finden. Sofort. Es reicht, Geralt. Er ist dem Tod noch nicht entronnen. Wird er es schaffen? Ich weiß es nicht. Nicht alles lief wie geplant. Ich habe den Fluch gebrochen, aber... Die Probe hat in seinem Körper gewütet. Wildzuckende Finger, Pupillen, die nicht auf Licht reagieren. Schon oft gesehen. Zu oft. Die Gifte haben sein Nervensystem dauerhaft beschädigt. Selbst wenn er überlebt. Versteht ihr? Ich werde Ciri suchen. Nicht so eilig. Denkst du nicht, dass du uns Antworten schuldest? Woher kennst du diesen Avalach? Was hat Ciri mit ihm zu tun? Das kann euch Yennefer erzählen. Behaltet ihn im Auge. Er ist kein Freund. Vielleicht nicht. Aber Ciri scheint ihm vertraut zu haben. Wir sollten seine Worte zumindest ernst nehmen. Du hast gehört, was er gesagt hat. Verlässt Ciri die Nebelinsel, nimmt die wilde Jagd sofort ihre Spur auf. Was dann? Das ist eine gute Frage. Was dann? Was schlägst du vor? Ciri kann nicht für immer fliehen. Eines Tages wird sie stolpern. Und sie wird keine zweite Chance bekommen. Es ist an der Zeit, dass die Gejagten zu Jägern werden. Geralt sucht Ciri und bringt sie her. Und die wilde Jagd wird ihnen folgen. Sie denken, dass sie uns überraschen. Aber wir werden sie enttäuschen. Wollen wir gegen sie kämpfen? Wir fünf? In einer verfallenen Burg? Haben wir eine andere Wahl? Außer das Unvermeidliche hinauszuzögern? Unser Hübscher hier könnte einige Leute zusammentrommeln, die mit dem Schwert umgehen können. Oder mit Magie. Das ist korrekt. Gut. Ich hole Ciri und eure Verbündete an. Bringe sie alle her. Es gibt einige, die mir noch einen Gefallen schulden. Sind auch hübsche Frauen dabei? Keine anderen. Und? Was habt ihr vor? Ich muss mich um Avalach kümmern. Ohne sanfte magische Behandlung wird er sterben. Wenn ich ihm helfe, besteht Hoffnung. Nicht viel, aber besser als keine. Die Jungs und ich werden überlegen, wie wir die ungeladenen Gäste begrüßen. Na gut, Zeit, dass ich mich auf den Weg mache. Viel Glück, Wolf. Und grüße Cirilla lieb von uns. Wie sie einfach nur mit den Augen rollen. Komm bald wieder zurück, Geralt. Puh, aber immerhin, Oma war nicht Ciri, das ist schon mal sehr, sehr gut und wir sind direkt noch eine Stufe aufgestiegen. Und ich würde sagen, wie es hier weitergeht, wie die Quest weitergeht, das erfahren wir natürlich erst in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!